Ja, Freude, guten Laune und der beste Unterhaltung und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Video von Fernbus Simulator, aktuell seit dem 28.02. hier released auf der Konsole, auf Xbox und auf PlayStation. Und in diesem Video, ich hatte schon das allererste Video mal das Spiel so ein bisschen vorgestellt, werden wir unsere allererste Fahrt hinter uns bringen und ich werde mal versuchen, kurz und knackig euch so ein bisschen zu erklären, was ihr genau machen müsst. Zuallererst sind wir hier im Hauptmenü, ihr musstet euch vorher schon einen Ort auswählen und wir gehen hier auf Spiel starten. Danach können wir auswählen zwischen freie Fahrt und Karriere. Wir nehmen mal kurz Karriere. Und ihr könnt hier in diesem Bereich eine neue Route erstellen. Zum Beispiel geht jetzt hier rauf, geht jetzt auf eure Rubrik mit der Karte integrieren und ihr geht jetzt in den Bereich, ihr habt nämlich ja euren Ort ausgewählt, bei mir ist es Berlin, und nur dieser Umkreis zeigt an, wo ihr erstmal hinfahren müsst. Und das ist ja eigentlich das Ziel des Spiels, ihr sollt erstmal die Ortschaften erkunden. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Berlin bis nach Braunschweig fahren, dann wird der Kreis sich erweitern und wir können später diese Orte anfahren. Und so spielt sich dieses Spiel auf und dazu werden wir natürlich auch noch ein paar Let's Plays machen. Aber heute geht es erstmal darum, ja, diesen ersten Eindruck von dem Spiel zu haben. Das heißt, wir werden jetzt zum Beispiel von Berlin nach Potsdam fahren. Eine ganz kurze Strecke, ganz gemütlich und gucken uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Ihr wählt die beiden aus, geht jetzt auf zurück und jetzt könnt ihr und mit A auf Speichern drücken. So, jetzt habt ihr, da steht jetzt Berlin Potsdam 2, geht jetzt einfach mal runter auf Weiter und hier kommt ihr auf die Rubrik Steuerungsmodus. Ich gehe mal auf ganz gerne realistisch, Riesenunterschiede macht es nicht und jetzt könnt ihr zwischen zwei Bussen aktuell noch auswählen. Das ist einmal der MAN, der aber ein paar Macken hat. Will ich euch schon mal darauf hinweisen, wenn ihr habt nämlich die Möglichkeit, verschiedenste Längen und Varianten zu wählen, eine längere Variante nimmt, dann guckt der Reifen so raus. So ist immer noch alles in Ordnung. In der nächsten Variante guckt er wieder raus. In der Variante auch. In der auch. Und in der eigentlich auch nicht, wa? Der Intercity. Schön. Ich glaube, wir nehmen heute mal den Intercity. Dann könnt ihr das Spiel in dem Sinne auch schon starten. So, und da haben wir schon den Lions Intercity. Und ja, da gehen wir jetzt mal rein. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Ihr drückt jetzt hier auf Fronttüren. Ihr seht, es ist ein bisschen sehr klein geraten. Fronttür öffnen und schließen mit A. Und könnt jetzt ganz gemütlich hier reingehen. Ein sehr, sehr schöner Bus, muss ich mal sagen. Und ich muss dazu mal sagen, als kleiner Anmerk, dieser Bus ist eigentlich auch ein Bus, der auf dem PC als Paket ist. Den habt ihr auch vorweg schon. Hinsetzen, ausstehen auf B. Ihr setzt euch jetzt quasi hin. So, haltet X, um die Zielanzeige im Kreuzmenü zu aktivieren. So. Und jetzt sollen wir hier auf Zielanzeige angehen. Ja? Gut, haben wir anscheinend jetzt angeschaltet. Jetzt halte A gedrückt, um Zündung im Cross-Menü zu starten. Das Cross-Menü ist relativ neu. Gibt es seit ein, zwei Jahren. Ist eine schöne Variante. Und da war ich schon der Meinung gewesen, als das rauskam, ach, warte mal ab, da kommt bestimmte Konsolenversion. Ihr geht jetzt hier auf diesen Schlüssel, der ist gerade aktuell verriegelt. Einmal Zündung. Und jetzt gedrückt halten für Motor. Und der Motor läuft. Jetzt könnt ihr die Gänge wechseln, hier auf Fahren gehen. Könntet rein theoretisch noch die Lichter einschalten, wenn ihr wollt, und so weiter und so fort. Jetzt die Türen schließen. Dazu müsst ihr X gedrückt halten für das zweite Cross-Menü. Und ihr habt da ja die Vordertür, die ist gerade geöffnet. Und geht einfach auf Schließen und schließt das. So, für all diejenigen jetzt einfach mal noch gesagt, A, Crossover gedrückt halten. Wir müssen, glaube ich, noch genau hier die Bremse deaktivieren. Das ist die Feststellbremse. So, natürlich selbstverständlich, Spiegel sind an. Das ist schon mal eine schöne Sache. Fand ich sehr gut. Wir können natürlich hier mit dem Controller Gas geben, bremsen und was jetzt Tolles ist, wir haben seit dem Release an wirklich schon die Möglichkeit hier das Lenkrad zu bedienen. Es funktioniert sehr gut. Schönes Force-Feedback, schön dicht und nah, das gefällt mir richtig gut. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, Blinker setzen natürlich. Wir wollen ja hier im Straßenverkehr gut aufpassen und ja, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Potsdam. Wir müssen natürlich nur so ein bisschen warten, bis wir hier vorankommen. Wenn es euch ein bisschen zu viel ist, könnt ihr jetzt hier auf Start drücken, auf diesem Maulschlüssel-Symbol gehen und hier auf Spiel. Jetzt geht ihr mal nach ganz unten. Und habt ihr die KI, Verkehrsdichte. Ich würde euch echt mal raten, gerade für Berliner Verhältnisse, macht wirklich einfach mal so, ja, so 50%. Das reicht vollkommen aus, auf Anwenden gehen. Es dauert jetzt ein bisschen, natürlich die Autos, die jetzt vorhanden sind, die sind immer noch da, aber jetzt im Laufe der nächsten paar Meter müssten wir dann auf der nächsten Kreuzung, ja, weniger Autos haben.
So, und ihr seht, es sieht schon mal ein bisschen weniger aus. Wir gucken uns mal so im Großen und Ganzen die Grafik hier an. Das Problem wird ja immer wieder sein, ich weiß gar nicht, was das für ein Gemäuer da hinten ist, dieser komische Klotz, aber eigentlich ist es das Messegelände. Sieht jetzt irgendwie noch... Ja, jetzt, ja. Das wird immer noch das Problem sein. Ihr habt es gerade gesehen, das Aufploppen von Weitsichten wird extrem lange dauern, was natürlich noch sehr unschön aussieht, aber es läuft immerhin. Aber ihr seht, es ploppt sehr langsam auf. Da wird immer so ein kleines Ploppen sein. Ich denke mal, um das mal jetzt zugutekommen zu lassen und dich allzu sehr in die Kerbe zu schlagen. Gut ist es nicht. Da kann man auf alle Fälle was Besseres verlangen. Man kann aber damit erst einmal... So, für all diejenigen, die sich vielleicht sagen, oh, ey, das nervt mich aber ein bisschen, so nah wie ich am Lenkrad sitze, da gibt es eigentlich auch eine Funktion. Wir müssen mal kurz gucken. Hier, auf Y einmal drücken und dann hier auf A. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt einfach mal die Sitzposition ein bisschen verändern. Ihr könnt jetzt so ein bisschen machen. Ihr könntet jetzt auch so ein bisschen machen. Ihr könntet aber jetzt auch hiermit so ein bisschen... rotieren. Ihr könntet zum Beispiel so machen. Könnt natürlich auch ein bisschen nach links und so, aber noch mal zentrieren. So finde ich es gerade ganz angenehm. Also, weiter geht's. Zwar jetzt gerade rot, aber ist egal. Und so haben wir ein bisschen bessere Sicht auf das ganze Spektakel hier. So. Und hier vorne haben wir auch schon das Messegelände. Aber ihr merkt, mit einer Verkehrsdichte von 50 ist weniger los. Hier haben wir jetzt eine Schranke, da müssen wir mal nur kurz warten. Die ging gleich auf. Ich halte mich immer ganz gerne mittig. Und jetzt ist eigentlich normalerweise 30 km/h erlaubt. Ihr seht unten rechts, 30 km/h sollten wir jetzt schon mal halten. Wir fahren jetzt einfach mal hier entlang. Hier ist nicht viel los. Ich hoffe mal, dass wir jetzt gleich links müssten. Eigentlich normalerweise, sonst war es auf der PC-Version immer gewesen, ein paar Busse stehen. Tun sie auch. Wir merken im Übrigen, guck mal hier, der Spiegel natürlich ist sehr, sehr marginal gehalten. Also alles, was am Horizontalen ist, also am Horizont, ist komplett ausgeblendet. Wir sehen nur Himmel, aber wir sehen ein bisschen Straße, das ist immer noch in Ordnung. Und jetzt müssen wir hier vorne halten und da werden wir das erste Mal die Fahrgäste reinlassen. So. Okidoki, wunderbar. Wichtig ist natürlich hier, Feststellbremse aktivieren. Und dann können wir auch schon aufstehen. Machen wir hier die Türchen auf. Ah, da sind sie, meine Mäuse. Ja, Leute. Ich weiß, sie sind schon sehr oft miteinander gefahren, aber heute endlich mal auf der Konsole. So, wichtig, bevor die ersten Fahrgäste einchecken dürfen, macht erstmal die Gepäckräume hier auf. Ihr seht schon, die füllen gerade ihre Gepäcke da auf. Und jetzt geht ihr auf die Fahrgäste und quatscht mit denen. Einmal anmelden. Und jetzt macht ihr, ja, Buchungsbestätigung, alles klärchen. Die meisten zeigen eigentlich nur ihre Fahrkarte. Ja, wunderbar, nach Potsdam. So, der zeigt nach Hamburg. Da müssen wir ihnen leider jetzt sagen, nee, ist nicht. Ist nämlich die falsche Strecke, ich fahre nur nach Potsdam. Ihr müsst halt mal so ein bisschen merken, wo ihr hinfahrt. Nee, ist auch falsch. So, Potsdamer Busbahnhof ist richtig. Manche wollen auch, mal gucken, wann es mal kommt, auch eine Fahrkarte haben. Bin mal gespannt, ob das hier auch nochmal kommt. Es kann aber auch sein, dass sie es noch weggespart haben. Potsdam, Potsdam Hauptbahnhof, wunderbar. Ja, also die Fahrkarte, nee, ist falsch. Die Fahrkarte haben sie weggespart. So, wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir denn, ob wir noch jemanden haben, der woanders hin möchte. Nee, ist richtig. Potsdam, okay, gut, alles klärchen. So, ja, alles da. Wir haben alle dabei. Gepäckräume schließen. Einmal rein, die Leute hier begrüßen, wunderbar, die spielen gerade mit ihren Handys, das ist immer sehr schön, guck mal, da spielen sie gerade. Ach, schön, meine kleinen Mäuse. Ja, das war es eigentlich gewesen, das war so ein bisschen die allererste Fahrt gewesen. Ihr könnt im Übrigen auch die Türen hier so zumachen. Das war die allererste Fahrt gewesen, das allererste Mal Einchecken der Fahrgäste. Jetzt kommt ein kleines Manko. Wir haben leider Gottes auch keine Geräusche der Menschen. Und all die wahrscheinlich Busfahrer Kalle kennen oder Kalle der Busfahrer, ein wunderbarer YouTuber, der regt sich ja mal auf, wie die Fahrgäste miteinander reden. Ihr kriegt zwar jetzt die Meckerei, WLAN-Freigabe benötigt, das können wir selber natürlich jetzt gleich mal machen, aber normalerweise meckern die Fahrgäste, es ist zu kalt, ey, wo ist das WLAN nicht an? Das ist noch nicht vorhanden. Ich hoffe mal, es wird schneller nachgereicht, weil das macht das Ganze ja natürlich ein bisschen sympathischer und das machen wir jetzt mal gemeinsam. Wir werden jetzt einfach mal kurz hier halten. Ihr drückt jetzt A, beziehungsweise lasst A gedrückt für das Cross-Menü und geht jetzt mal hier weit rechts, erstmal auf Klimaanlage, können wir mal ein bisschen hochstellen. Und bei X könnt ihr hier WLAN freischalten. Ziele haben wir ja schon. Ihr könnt eine Ansage machen. Hallo und herzlich willkommen bei... Ui, aber es klingt alles noch sehr brechend. Ja, und ansonsten, das war es eigentlich gewesen. Ihr könnt die Lichter hier einschalten, damit die Fahrgäste hinten halt ein bisschen Licht haben.
Und ja, Freunde, das war es im Endeffekt gewesen. Das war's hier mit der allerersten Folge unserer allerersten Fahrt hier beim Fernbus-Simulator. Ich hoffe, euch hat es so ein bisschen gefallen. Ich muss wirklich sagen, positiv überrascht bin ich um die Umsetzung. Da hätte ich jetzt wirklich weitaus Schlimmeres erwartet. Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir uns auch was Schönes gefasst machen. In den nächsten Folgen werdet ihr auf alle Fälle sehen, da werde ich mal die drei Busse, die wir eigentlich hier haben. Wir haben ja den Lion Intercity, haben wir ja hier, den MAN und den Neoplaner. Die werde ich euch mal im Detail ein bisschen vorstellen jeweils. Und wir werden mal einen kleinen Vergleich machen zwischen der Konsolenversion und der PC-Version. Da werde ich mal einen Splitscreen machen und dann gucken wir das Ganze mal an. Aber ihr seht ja, es wird ein bisschen sehr matschig, wenn die Autos da sehr weit... Guck mal, ihr seht es ja. Ja, also... Der horizontale Bereich, ab dem die Grafik oder die Auflösung runtergeht, um das Spiel flüssig laufen zu lassen, was wirklich gut läuft, der ist natürlich sehr gering hier. Und ich hoffe mal, da werden einige Sachen noch gefixt und es wird alles ein bisschen schöner aussehen. Aber Freunde, das war's gewesen. Wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne was in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. So, Freunde, auf nach Potsdam, würde ich sagen. Ah, the road is unser, sagt man immer in guten England. Oh, Vorsicht. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.